freuen uns auf diesen Schnee. Hallo. Heute waren wir allein am Start. Spontan hatten wir nämlich angeboten, auch am Sonntag zu fahren, weil die Wetteraussichten dort viel besser sein sollten. Heute waren Schnee, Regen und Sturmböen angesagt und morgen, naja, von allem etwas weniger und vielleicht ein bisschen mehr Sonne. Und mal unter uns, wir waren auch ganz froh, dass wir nicht zweimal fahren mussten. Wir sind nämlich dann am Samstag direkt wieder nach Hause geradelt. Oh nein, wir müssen umdrehen. Wir kommen hier nicht weiter. Wir fahren jetzt zum Treffpunkt von dem Grevet Nummer 1, Meerseentour. Wir sind schon ganz gespannt, wie viele Leute da heute sein werden. Hoffentlich mehr als gestern, da war nämlich niemand da. Zu fünft starteten wir auf die Runde. Auf uns warteten gut 150 Kilometer mit knapp 1500 Höhenmetern, gespickt mit 5 Checkpoints, an denen es Aufgaben zu erfüllen galt. Das ist ja meine Frau zum Beispiel beim Skitouren gehen. Ne? Da hat die auch so eine Hose, die man hinten nicht nimmt, dass man die runterklappen kann. Das ist immer eine Ich dachte jetzt, ihr fahrt alle. Schneeflocken, da bahnt sich was an. Und nach ein paar Minuten ist es wieder vorbei und die Sonne scheint. An diesem wie auch schon am ersten Checkpoint haben wir uns erstmal die Bäuche vollgeschlagen. Außerdem haben wir besprochen, wo wir denn einkehren, weil der Durst nach Kaffee und der Hunger machten sich schon bemerkbar.
geschafft! Wir haben Essen vor uns und über 90 Kilometer liegen schon hinter uns. Kurz nach Iffeldorf erreichten wir direkt den nächsten Checkpoint. Und eine Aufgabe müsst ihr hier ja eigentlich lösen, ne? Eigentlich gab es eine Frage. Wer war der heilige Korbinian? Nein. Für mich war die härteste Prüfung des Tages, an zu Hause fast vorbeizufahren, aber noch 30 Kilometer weiter bis nach München fahren zu müssen. Ein Mitfahrer hat es da besser gemacht, der hat nämlich direkt von Anfang an geplant abzubiegen und die Strecke nicht zu beenden. Und für ihn war es trotzdem seine längste Radfahrt des Lebens. Bisher. Glückliche Gesichter. Am Ende gab es noch einmal selbstgebackene Zimtschnecken für alle. Wie war es heute? Super, sehr schönes Aprilwetter, abwechslungsreich. Was war dein Highlight? Das Essen. Das war wirklich gut. Ja, sau stark. 160 neue Kilometer. Echt coole Tour. Sehr schön. Was war dein Highlight? Hast du sagen, ja, der Blick in die Berge zwischendrin und natürlich das Essen auf jeden Fall. Ja, stimmt. Wie fandst du es heute? Tolle Tour. Selbst im Alter kann man 160 Kilometer radeln. Klar. Mit den entsprechenden Pausen, mit gut Essen und Trinken, Blick in die Berge. Alles dabei. Waldwege, Forststraßen, Trails, Schlamm, Matsch. Dreckig, aber glücklich. Perfekt, so soll es sein. Gerne wieder. Sehr gern.